Ratet mal, was es zum Frühstück gibt. Danke, Kaylee. Freuen sich deine Eltern, dass du über Weihnachten zu Hause bist? Das ist ihre Lieblingszeit im Jahr und dank der Tatsache, dass ich für euch arbeite. Es ist wichtig, sie mit der Familie zu verbringen. Schade, dass du dieses Jahr nicht bleiben wirst. Du verpasst die Chance, meinen Bruder kennenzulernen. Ich muss nur kurz ein paar Geschenke für die Mädchen besorgen. Entschuldigen Sie, ich war zuerst dran. Nicht ganz. Ich wollte es für eines der Mädchen kaufen, die ich betreue. Dann sind Sie einverstanden. Nicht übertrumpft. Die Tochter des Chefs. Danke fürs Verständnis. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Eure Eltern fahren heute zum Flughafen. Wir kommen morgen wieder. Ihr werdet uns kaum vermissen. Einen sicheren Flug. Bye. Spielzeugdieb? Sie. Onkel Ethan? Hey! Dieses Jahr scheint es, als ob der gute alte Nikolaus... Werden Mami und Daddy in New York festsitzen, wie in Kevin allein zu Hause? Sie haben unseren Flug für morgen früh gestrichen. Du musst auf die Mädchen aufpassen, bis wir nach Hause kommen. In der Weihnachtszeit mit dem süßen Onkel festsitzen. Vielleicht ist er dein Weihnachtsgeschenk in diesem Jahr. Warum geht ihr nicht beide los und sucht den eurer Meinung nach besten Weihnachtsbaum aus? Und Kaylee und ich sind die Richter. Es ist Ihnen heute mit den Mädchen sehr gut gelungen. Wir werden gut ausgeruht sein müssen, um mit diesen Mädchen Schritt halten zu können. Wir hatten ein Wettrennen. Wer am schnellsten einen Schneemann baut. Wir werden sowas von gewinnen, Rosie. Ich möchte immer fair gewinnen. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich Schlittschuh... Du? Mr. Wettbewerb? Nicht nochmal hinfallen. Du, wir brauchen dich. Ich langsam. Hab dich. Lass mich auf keinen Fall los. Du magst Kaylee doch auch, stimmt's, Onkel Ethan? Du lächelst sie oft an. Ich bin sehr glücklich, dass du hier bist. Ich wäre ohne dich verloren in dieser Woche. Du hast meine Eltern abgeholt? Nun, du bist geblieben, um mir zu helfen. Ich dachte, du solltest Weihnachten mit deiner Familie verbringen. Aber dieser Mann hat gerade diese große Geste gemacht, damit du ein perfektes Weihnachten hast.